Hallo liebe Zuschauer, willkommen zurück hier bei Dragon Age Origins. Ich freue mich, euch zurück begrüßen zu dürfen und wir machen direkt weiter. Wir waren hier stehen geblieben, noch immer in den, ja, ich denke mal, Höhlen ist eine nette Bezeichnung, die da oben steht. Hort des Lindwurms wurde es genannt, als wir hier reingegangen sind. Wir wurden auch schon von einer Menge Drachen angegriffen, aber jetzt geht es erstmal weiter und ich hoffe, dass wir hier aus diesem Höhlensystem irgendwann nochmal rauskommen, denn nach dem Tempel und diesen Höhlen hier habe ich bald erstmal genug davon. Aber das da vorne sieht schon mal nicht so aus. Beeilung! Löschen Sie aus! Dein Schicksal herausgefordert! Warum habe ich jetzt so viel Schaden bekommen? Warum habe ich so viel Schaden bekommen? Wir laden, Leute. Darf doch nicht wahr sein. Man ist wirklich relativ chancenlos, wenn man ohne Plan rangeht. Und das große Problem ist, man weiß halt nie so wirklich, wann es notwendig ist, den Plan aufzustellen. Weil sobald der Kampf anfängt, ja, direkt den Pausenmodus reinhämmern. Das ist natürlich wahrscheinlich die beste Idee. Wir machen das jetzt mal alles anders. Ein wenig mehr mit Strategie. Ein wenig weniger reingerenne. So soll es sein. Alistar kriegt ordentlich drauf. Bei Morrigan hält sich's in Grenzen. Oh Mann. Wir brauchen einen Wundumschlag. Ein Wundumschlag. Ja, Liliana, du wirst es ja wohl schaffen. Vermutlich ist Gewalt doch eine Lösung. Komm, Liliana. Wie ihr meint. Beenden wir es. Komm, Liliana. Dann hat der Bogen mehr Sinn. Komm. Dein großer Auftritt. Wie wär's mit Treffen? Ist das Lilianas Ernst, Leute? Habt ihr gesehen, dass sie jetzt gerade... Ich sag da nicht zu. Wir hätten sie heilen können, aber ihr müsst euch das so vorstellen, dass 3 von 4 Mitgliedern des Teams sterben, ist sowieso schon eigentlich viel zu viel. Und unsere gute Morrigan wird instant vom Gegner besiegt. Das ist auch wieder sehr schön. Lässt uns nur weiter keine, nur leider weiter keine Möglichkeit, da wir Morrigan auf jeden Fall brauchen. Mach doch! Das große Problem sind tatsächlich die Magier, die mich jetzt gerade mehr und mehr in die Knie zwingen. Da zum Beispiel der Feuerball eine für mich sehr starke Fähigkeit ist, wie ich finde. Hier mach mal die Frostschwert, das ist das allererstes. Sollte schon mal ein klein wenig mehr für Ruhe sorgen. Seid wachsam! Ah!
Komm schon. Alistar ist gefallen. Morrigan braucht Heilung. Was müsste das funktionieren? So, das war's doch, oder? Diesmal hat's funktioniert. Wir mussten einen unserer wichtigen Charaktere opfern, aber... Und zwar Alistar. Aber es hat funktioniert. Das soll mal das Wichtigste sein. Und ihr merkt, dass die Kämpfe werden immer schwieriger. Es kann natürlich auch sein, dass wir hier noch nicht sein sollten. Dass das Gebiet eigentlich noch zu schwer für uns ist, aber... Das halte ich weniger für möglich. Wir werden jetzt einfach mal so den Zauber reinsetzen. Es sind kleine, schwache Gegner, aber zusammen machen die auch ordentlichen Schaden. Aber sind halt trotzdem gut zu besiegen. Was ist das denn da? Ich will es gar nicht wissen. Wir warten erstmal ein bisschen. Also wie gesagt, die Kämpfe werden schwieriger, aber ihr seht, dass mit etwas Mühe, da sind tote Kühe, mit etwas Mühe immer noch leicht zu besiegen. Guck ich mal an, was die für eine Anlage in ihrem, ja, in ihrer Stadt sozusagen geschützt haben. Das ist ja sozusagen das Heiligtum der Stadt. Vollgestopft mit irgendwelchen Gläubigen. Naja, was soll man dazu sagen? Morrigan deaktivieren. Morrigan. Aktivieren. Damit Alice das Schwert auch wieder verzaubert ist. Wir setzen mal ein Quick Save und werden jetzt mal versuchen weiterzugehen. Gut, fangen wir an. Bin dran. Einzelne Gegner. Zippitra war ja auch relativ chancenlos. Es ist nur die Frage, wo ist der weiterführende Weg, wo ist der Bonusweg. Ich tippe mal darauf, dass das hier nicht der Hauptweg ist. Morrigan. Sorry, Alistar, aber da muss ich jetzt rein. Hey, für Meuchelmörder. Ich frag mal gar nicht erst. Wir werden mal einige Verletzungsausrüstungen benutzen. Um mal ein paar Wunden wegzubekommen. Damit die ganzen Effekte verschwinden. So. Was haben wir jetzt noch? Abzug auf Klugheit. Das soll uns mal nicht sonderlich stören. Liliana liegt hier noch immer bewusstlos rum. Ändern wir, indem wir die einsammeln. Amethyst. Inventar ist voll. Dann bleibt der Amethyst zurück. So, was haben wir hier? Da geht es auch nochmal weiter. Ist es der Hauptweg oder nicht? Ich bin mir unsicher. Ich blick bald gar nicht mehr durch hier in der Höhle.
Ich verstehe es nicht. Sieht ein bisschen nach dem Ausgang aus. Wow, die Falle tut weh. So. Läuft doch ganz gut. Ja. Könnte schlimmer laufen. Lass mich so formulieren. Kultistenplünderer. Geisterbalsam. Kultistenmagier. Eissalbe. Bogenschütze, Säurefläschchen, Holzkiste, Kettenrüstungsstiefel, die sind sehr interessant. Wir schauen mal kurz. 0,9er können weg. Nehmen wir lieber die Stiefel mit. 1,5 ist nichts Besonderes. 1 ebenfalls nicht. Wobei, wir können mal kurz schauen. Oh. Ah, ist jetzt nicht wahr, oder? So. Die sind nicht besser als eine, oder? Ausgerüstet 1,5er. Okay. Dann kriegst du jetzt die 1,2,09,1,2er. 1,6er. Haben wir noch nicht. Alistair hat schon 26 Stärke, kann somit bereits den Helm des Kommandanten tragen. Und eine schwere Kettenrüstung mit einem tollen Wert von 10,0, die nicht besonders schön aussieht, aber gute Werte hat, wie gesagt. Liliana 0,9, 1,4, 1,4. Alles wird durchgereicht, ihr merkt das schon. Ich wollte ja eigentlich mit ihr auf Bogenfähigkeit gehen, ne? Wir erinnern uns. Morrigan. Ja, wir bleiben mal bei der Verzauberungsmütze. So, damit hat momentan Alistair die stärkste Rüstung. Wir machen mal einen Quicksave, bevor es weitergeht. Und gehen weiter. Ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt der richtige Weg ist, wo die anderen Wege hinführen. Es ist halt wirklich arg groß hier in diesen Höhlen. Und ihr seht selber, wie verwirrend der Verlauf ist. Ja, wir haben da vorne einen besonderen Gegner. Und vermutlich das Finale. Halt, keinen Schritt weiter. Wer seid ihr? Ihr habt nicht das Recht, nach meinem Namen zu fragen. Habe ich doch gerade gemacht. Ihr habt unseren Tempel entweiht. Ihr habt das Blut der Gläubigen vergossen und unsere Jungen umgebracht. Genug. Ihr sagt mir jetzt, Eindringling, weshalb ihr all das getan habt. Was führt euch hierher? Nennt euren Namen, dann sage ich euch, weshalb ich hier bin. Ich bin Vater Colgrim, Leiter und Lenker der Jünger von Andraste. Tötet uns und ihr steht Andraste gegenüber. Sie wird das Blut an euch riechen und voller Zorn sein. Okay. Kinder, meint ihr die Drachen? Ist Andraste ein Drache? Sie ist viel mehr als das.
Sie ist glorreicher als alle alten Götter zusammen. Die Prophetin Andraste hat den Tod selbst besiegt und ist zu ihren Gläubigen zurückgekehrt, strahlender, als ihr es euch vorstellen könnt. Nicht einmal das Reich von Tevinter könnte sie jetzt besiegen. Was wollt ihr da ausrichten? Was ist mit der Asche passiert? Sie ist noch im Tempel. Aber wozu brauchen wir Asche, wenn wir der wiedergeborenen Andraste in all ihrer Herrlichkeit dienen? Ihr könnt mir die Urne also geben? Ihr wollt also die Asche. Vielleicht gibt es eine Sühne für die Entweihung unseres Tempels, der auch unser Zuhause ist. Für euch mache ich gar nichts. Könnt ihr das präzisieren? Ja, woher plötzlich der Wunsch nach Zusammenarbeit? Vielleicht, weil ich an eine zweite Chance glaube. Wir alle stolpern durch die Finsternis, bis uns jemand findet und ins Licht führt. Vielleicht macht Andrastes Gnade aus ihrem schlimmsten Feind ihren größten Streiter. Sagt einfach, was ihr zu sagen habt. Die Asche, die ihr sucht, befindet sich auf dem Gipfel dieses Berges, behütet von einem unsterblichen Wächter, der die Wahrheit über die Auferstehung unserer Herren nicht glauben will. Die Asche hält die heilige Andraste davon ab, vollständig in ihre neue Form überzugehen. Solange dieser Rest ihres früheren Seins existiert, bleibt ihr der nächste Schritt verwehrt. Ihr wollt die Asche zerstören? Das würdet ihr nicht überleben. Weiter. Andraste muss die Asche wieder zu einem Teil ihres Selbst machen. Dazu ist lediglich ein Tropfen ihres Blutes erforderlich. Blut enthält Macht, Stärke und Wissen. Dadurch kann alle Macht der Asche zu unserer Herren zurückfließen. Aber ich brauche die Asche. Ihr verlangt Böses, ich muss euch vernichten. Das klingt einleuchtend, ich habe kein gutes Gefühl dabei. Das stimmt. Der Wächter hat all unsere Versuche vereitelt, die Urne zu erreichen. Er enthält die verbliebene Macht der wahren Andraste vor. Er kennt die Jünger und er ist für uns unantastbar, weil er seine Stärke aus der Asche selbst bezieht. Aber ihr könntet unsere Herren beschaffen, was ihr rechtmäßig gehört. Stellt euch vor, die oberste Klerikerin wäre jetzt hier. Ihr Kopf würde explodieren, das sage ich euch. Was soll das Geschwätz von Blut und Macht? Und Andraste soll auferstanden sein? Das ist lächerlich. Das Ganze gefällt mir gar nicht. Die Belohnung für diesen Dienst wäre wahrhaft gewaltig. Was für eine Belohnung? Ihr erwerbt das Recht auf die Macht des Drachen, die Macht der wiedergeborenen Andraste. Es ist ganz einfach. Ich gebe euch ein Fläschchen mit dem Blut der heiligen Andraste und ihr schüttet es in die Asche. Die Magie der Asche wird dadurch aufgehoben und unsere Herrin ist von den Ketten ihres vergangenen Lebens befreit. Ich weiß nicht, ob es mir gefällt, diesem Colgrim zu helfen. Sobald das erledigt ist, werdet ihr bei uns als verehrter Bruder aufgenommen. Nein, ich kann das heilige Relikt von Tedas nicht beschmutzen. Aber ich brauche die Asche, um einen kranken Mann zu heilen, das stimmt. Dafür braucht ihr nur ein kleines Quäntchen. Die übrige Macht der Asche muss Andraste zurückgegeben werden. Blut in die Asche zu gießen ist sicher keine gute Idee. Die Belohnung wäre immens. Ihr hättet Teil an Andrastes Macht und würde zu einem der ihren geweiht. Es tut mir leid, aber ich kann eurem Wunsch nicht nachkommen. Wir wären einem solchen Aberglauben bzw. einem solchen Verfall. Ich halte nichts von der Idee, die Asche jetzt, ich sag mal, zu benutzen, solange wir sie brauchen. Ich würde ihnen lieber den Rest der Asche geben, anstatt ihn vorher... Ich habe nachher Angst, dass es Auswirkungen hat. Al-Imen braucht die Asche und deshalb sind wir hier. Daher werden wir dem Wunsch nicht nachkommen. Dann können wir euch nicht gehen lassen. Zu den Waffen, Brüder!
Andraste wird uns den Sieg schenken! Diese Entscheidung ist endgültig. Nee, so geht das nicht, Leute. So geht das nicht. So, nochmal auf ein neues. Stopp. Du auf den. Du auf Kolgrim mit dem Schildschlag. Du das da. Du das da. Dann bitte einmal die alle... Nein. Die alle in einen Eisblock verwandeln. Ohne Alistair. Na super. Das klappt ja super, Leute. Wieder die beiden Magier im Hintergrund. Das feiere ich ja wieder. Ich verteile mal ein paar Spezialattacken. So. So. Soll das denn? Ich will das so setzen. Danke. Jetzt hauen die wieder den ganzen Schaden rein. Das ist unglaublich, wie schnell das geht. Sollst doch einen Wundumschlag nehmen. Meine Güte. Du brauchst einen starken Wundumschlag. Der hilft nichts Kleines mehr. Dann brauchen wir einen Lyrium-Trank. Den Zauber. Einen Wundumschlag. Jetzt, unser Hauptheld muss sich zurückziehen. Alistair macht einen Schildschlag. Morrigan. Ja. So. Unser Hauptheld ist gefallen. Liliana, töte den. Du, nein, 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 nein. Auf den. So eine Verschwendung gerade. Alistair läuft mal schön. Alistair, lauf.
Alistair, Wundumschlag. Alistair. Schildschlag. Liliana, oh, Morrigan. Ganz schlecht, Wundumschlag. Okay. Lauf, Alistair. Ja, das ist mal wieder super. Wir haben keine Wundumschläge mehr. Oh! Alistair, du bist ein Held. Alistair ist ein Held. Er hat uns gerade eben tatsächlich gerettet. Aufstehen, meine Freunde. Das glaube ich allerdings auch. Wir haben es geschafft. Kolgrim, danke. Schneide des Glaubens. Schwere Kettenrüstung. Kolgrims Horn. Lass dieses Horn auf dem Gipfel des über dem Dorfhaven aufgragenden Berges erklingen, um den hohen Drachen herbeizurufen. Hört sich nach einer nicht so guten Idee an. Kann mich natürlich auch täuschen. Morrigans Robe, bleiben wir mal ehrlich. Und Schild von High Ever, bleiben wir mal ehrlich, würden wir eh nicht mehr benutzen. Lyriumtrank. Wir schauen mal kurz ins Inventar. Wir haben neue Rüstungen. 875. Sieht jetzt wirklich nicht toll aus, aber wir müssen jetzt mal auf die Werte schauen. 120. 1, 2. So, Alistair. 10 natürlich das Beste. 1, 6. Können wir nicht benutzen. Okay. Was ein Kampf. Was ein Kampf und Alistair hat sich sehr gut geschlagen. Berggipfel. Das heißt, wir kommen der Asche immer und immer näher. Natürlich. Vermutlich sind wir jetzt schon so nah dran, dass wir sie sozusagen erreicht haben. Ich bin mir jetzt nicht sicher, inwiefern es eine schlaue Idee ist, gegen einen Drachen zu kämpfen. Das nenne ich mal einen Berggipfel. Und das nenne ich mal einen Drachen. Verfallener Tempel, Hort des Drachen. Wir haben ja so ein neues Gebiet freigeschaltet. Das ist sehr interessant. Die Welt füllt sich. Wo liegt er denn jetzt? Ich sehe den gerade gar nicht. Wo hat er sich denn gerade hingelegt? Hä? Ja, wird gespeichert, würde ich auch mal empfehlen. Aber wo liegt der Drache? Ja, beruhigend auf wilde Bestien, aber ich werde das jetzt nicht überprüfen. Darum ist er. Okay, was für eine spannende Stelle, Leute. Wir sind ja also jetzt wirklich beim Hort angekommen. Da hinten. Was hast du vor? Hör auf damit. So. Wir sind hier scheinbar beim Hort angekommen. Da oben liegt ein Drache. Das soll ja angeblich ein Draste sein. Da hinten ist wahrscheinlich die Asche drin. Ich bin mir nicht ganz sicher. Und hier geht's aber erst beim nächsten Mal weiter, denn ich denke mal, das war mehr als eine lange Aufnahme. Es wird spannend, ich weiß nicht, was passieren wird. Wird uns der Drache angreifen, wird das nicht tun, ich habe keine Ahnung. Das finden wir gemeinsam heraus in der nächsten Aufnahme, und zwar morgen. Vielen Dank fürs Zuschauen hier bei Dragon Age Origins und bis zum nächsten Mal.